Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über dem Stadtgebiet von Karlsruhe sind heute Nachmittag zwei Militärmaschinen zusammengestoßen und abgestürzt. Obwohl zum Teil noch brennende Flugzeugtrümmer über weiten Gebieten der Stadt niedergingen, kam es glücklicherweise nicht zu einer Katastrophe. Nach letzten Angaben der Polizei wurden einer der beiden Piloten getötet und zwei Menschen verletzt. Bei den verunglückten Maschinen handelt es sich um zwei kanadische Düsenjäger vom Typ F-18, die vom Fliegerhorst Söllingen im Kreis Rastatt zu einem Übungsflug gestartet waren. Im Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen der baltischen Sowjetrepublik Litauen hat die Moskauer Zentralregierung offenbar eine härtere Gangart eingeschlagen. Zwei Tage nach Ablauf des Gorbatschow-Ultimatums wurde heute dem Parlament in Vilna telegrafisch mitgeteilt, dass mit sofortiger Wirkung die Erdgaslieferungen aus der Sowjetunion drastisch gekürzt würden. Diese Botschaft erreichte die Abgeordneten auf einer Sitzung, bei der sie die Antwort auf die Wirtschaftsboykottdrohung Gorbatschows formulieren wollten. Die Ankündigung des Wirtschaftsboykotts hatte bereits in den letzten Tagen zu Hamsterkäufen geführt, vor allem bei Benzin. Denn Erdöl und Erdgas, das sind genau die Güter, die die Sowjetunion gegen Devisen auf dem Weltmarkt verkaufen könnte, statt sie weiterhin zu überaus günstigen Konditionen an Litauen abzugeben. Das litauische Parlament berät heute, was man dem sowjetischen Präsidenten auf sein Ultimatum denn nun antworten solle. Eine Entscheidung steht bis zur Stunde noch aus, aber es liegt ein Entwurf vor, der in etwa Folgendes beinhaltet. Litauen will bis zum 1. Mai erstmal keine Gesetze mehr verabschieden und die Sowjetunion solle doch die rechtlichen Beziehungen wiederherstellen, wie sie vor 1940 bestanden. Demnach hätte ein Gesetz vom Oktober 1939 Gültigkeit, das der Sowjetunion das Recht einräumt, auf dem Territorium Litauens Stützpunkte einzurichten. Alles in allem ein Signal der Kompromissbereitschaft. Darüber, ob der angedrohte Wirtschaftsboykott bereits begonnen wurde oder nicht, liegen widersprüchliche Meldungen vor. Einerseits ist von einem Telegramm einer weißrussischen Gasgesellschaft die Rede, in dem angekündigt wird, ab heute die Gaslieferungen drastisch zu kürzen. Andererseits ist aus Litauen zu hören, das sei bislang nur eine weitere Drohung, aber noch nicht in die Tat umgesetzt. Der litauische Präsident Landsbergis machte heute zwar noch einmal deutlich, dass eine Rücknahme der Unabhängigkeitserklärung nicht in Frage komme, aber, so Landsbergis weiter, trotz aller Schwierigkeiten, es gäbe Fortschritte in Richtung eines Dialoges. Der amerikanische Präsident Bush kündigte unterdessen angemessene Gegenmaßnahmen für den Fall an, dass die sowjetische Führung ihre Erdgaslieferungen nach Litauen erheblich reduzieren sollte. Welcher Art diese Maßnahmen sein könnten, wollte er vor Journalisten allerdings nicht erläutern. Der Vorschlag von FDP-Chef Lambsdorff, die Bundestagswahl im Dezember zu verschieben, um im Frühjahr gesamtdeutsch wählen zu lassen, stieß auch heute in Bonn auf ein überwiegend kritisches Echo. Sowohl Bundesinnenminister Schäuble, CDU, als auch CSU-Landesgruppenchef Bötsch und der SPD-Vorsitzende Vogel halten eine Verlängerung der Legislaturperiode für unvereinbar mit der Verfassung. Schäuble regte stattdessen im Deutschlandfunk an, in diesem Jahr die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die nächste Wahlperiode des Parlaments vorzeitig beendet werden kann. Auch Vogel plädiert im Westdeutschen Rundfunk für eine solche Verfassungsänderung. Mit Nachdruck bestehe die SPD aber darauf, dass die angestrebte Einheit durch einen Volksentscheid in beiden deutschen Staaten begründet werde. Demgegenüber teilt die SPD-Politikerin Renger die Vorstellungen von FDP-Chef Lambsdorff. In einem Beitrag für die Nürnberger Nachrichten sprach sich die Bundestagsvizepräsidentin ebenfalls dafür aus, die Legislaturperiode des Bundestages bis zu gesamtdeutschen Wahlen im nächsten Jahr zu verlängern. Die Deutsche Bank und die Deutsche Kreditbank der DDR wollen ein gemeinsames Kreditinstitut gründen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben beide Banken bereits unterzeichnet. Danach wird die Ostberliner Kreditbank einen Teil ihres Filialnetzes in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen. Nach den Vorstellungen der Frankfurter Bank soll es sich um etwa 100 der rund 150 Zweigstellen handeln. Das Bundeskartellamt wurde über das Projekt vorab informiert. Die Bürger von Karl-Marx-Stadt stimmen heute darüber ab, ob die Stadt wieder ihren alten Namen Chemnitz erhalten soll. Die sächsische Industriemetropole war 1953 vom damaligen DDR-Ministerrat umbenannt worden.
Nach dem Willen der alten SED sollten dem Ahnvater des Sozialismus mehr als nur Denkmäler gesetzt werden. Eine ganze Stadt war dazu auserkoren, seinen Geist zu verewigen. Dieses Schicksal traf die Bürger von Chemnitz. Per Ministerratsbeschluss verfügte die DDR-Regierung 1953 die Umbenennung in Karl-Marx-Stadt. Der damalige Ministerpräsident Grotewohl verkündete es. Und erkläre, von nun an trägt diese Stadt den stolzen und den verpflichtenden Namen Karl-Marx-Stadt. In der inzwischen zu den Akten gelegten DDR-Geschichtsschreibung heißt es, mit diesem sozialistischen Taufakt wolle man die großen Leistungen aller Werktätigen in der Arbeiterstadt würdigen. Damals hatten die Werktätigen keine andere Wahl, aber mit der Wende wurde das anders. Bereits im vergangenen November begann eine Bürgerbewegung damit, Unterschriften für eine Volksabstimmung zu sammeln. 50.000 machten mit und die meisten stimmten gegen Karl Marx. Heute ist es soweit, die Abstimmung hat begonnen. Die Bürger haben 4 Tage Zeit zu entscheiden. Also ich habe dafür gestimmt, dass es Chemnitz heißt, weil ich will mal fragen, als das geändert worden ist, da wurde ja die Bevölkerung auch nicht gefragt. Am Montag werden die Stimmkarten öffentlich ausgezählt. Die letzte Entscheidung liegt dann bei der Regierung. Am Ergebnis besteht kaum ein Zweifel. Marx steht hier für Murks, denn im Zeichen des Sozialismus wurde aus einer einst blühenden Industriestadt ein heruntergekommenes Industriemuseum. Und was würde Marx dazu sagen? Auch darüber hat sich die Bürgerbewegung Gedanken gemacht. Marx, so heißt es, würde zweifellos für Chemnitz stimmen. Von Personenkult habe er nie etwas gehalten. Im DDR-Fernsehen hat heute die Werbung Einzug gehalten. Kurz vor 19 Uhr flimmerte der erste Werbeblock im zweiten Programm über die Mattscheiben. Premiere im Fernsehen der DDR. Heute Abend, kurz vor 19 Uhr, liefen nach Jahren der Enthaltsamkeit wieder Werbespots über die Mattscheibe. Geworben wurde für ein Auto, Kosmetikartikel, eine Puppe, ausnahmslos westliche Produkte. 140 Millionen Mark hat eine französische Firma, mit der ein Marketingvertrag für Kundenwerbung abgeschlossen wurde, bis 91 garantiert. Geld, das das alte Staatsfernsehen dringend im kommenden Wettbewerb braucht, will es nicht sang- und klanglos untergehen. Wo fehlt's beim Deutschen Fernsehfunk in Adlershof? Vor allem die technische Ausrüstung bedarf der Erneuerung. Bauliche Maßnahmen sind angebracht und auch der Einkauf von Filmen verlangt nach harter Währung. Anders als bei ARD und ZDF wird im Fernsehen der DDR auch nach 20 Uhr geworben. Täglich insgesamt 30 Minuten sind erlaubt, auch an Sonntagen. Nur Feiertage und Kindersendungen sind werbefrei. 5 Werbeblöcke von jeweils 3 bis 7 Minuten sind vorgesehen. Tabu ist Fernsehwerbung, wie in der Bundesrepublik, für Tabakwaren, für Dinge, die zum Krieg oder Rassenhass aufrufen. Und auch für Alkohol gibt es Beschränkungen. Trotz dieser neuen Gelder, der Deutsche Fernsehfunk geht harten Zeiten entgegen. Rund 8000 Mitarbeiter zählt das alte SED-Parteifernsehen. Die neuen Werbespots kann es nicht selbst produzieren. Sie werden in Frankfurt am Main gedreht und sendefertig nach Ost-Berlin gebracht. Ein Grund, warum für DDR-Produkte nicht geworben wird. Wie damals, noch in den 60er Jahren, mit den hausgemachten Teletipps.